So, dann, weiter geht's, weiter geht's. Wir sind voller Spannung, was uns jetzt der Kontostand gleich sagen wird, wenn dieser Tag umschlägt. Wir legen uns zu Bett, hoffen auf ganz viele Einnahmen. Wir haben jetzt den Webdesigner, zusätzlich noch das neue Regal im Chibon Merch Store mit teuren Geschenken. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, ja, da kommt echt was rum. Oh, $5.600. Oh, wow. Ob ich gerade ob mir. Oh, ach du Scheiße. Ach du heiliger Bimbam. Okay, damit habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Ach du heiliger Bimbam. Wie gut ist denn das? Wie gut ist denn das? Okay, wow. Krass. Geil. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo kommt das her? Wir hatten auf jeden Fall, wow, die Kundenanzahl ist gestern nochmal explodiert. Es war Freitag. Lass uns das mal checken. Ja, okay, wow. Da kann man mal ganz, ganz viel aus dem Merch Store. 4.000, nein, 6, ja, doch, $6.900 Umsatz. Das ist einfach mal fast vervierfacht zu dem, was wir sonst haben. Uff, okay, das ist krass. Da bleiben mal 5.200. Das heißt aber auch, ich befürchte, der Webdesigner hat nicht unbedingt das gebracht, was ich mir erhofft habe. Aber mein erstes Gefühl war dann richtig, wo ich von Beginn an gesagt habe, ich möchte diesen Merch Store weiter ausbauen. Jetzt bin ich gespannt, was ist hier rumkommen. Oh, das Kundenservice ist ganz mies. Wir hatten 5 Kunden. Und wir haben $750 gemacht. Okay. Gute Gehälter und so. Das ist die Frage, passt dieser Preis? Passt der Preis nicht? Kann ich mit dem höher? Kann ich den nicht höher? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Da tue ich mir jetzt natürlich schwer. Das kann ich schlecht beurteilen. Wir werden jetzt einfach eins ausprobieren und werden beinhart total frech den Preis nochmal anheben. Hoppla. Und mal schauen, was wir dann heute verkaufen. Aber jetzt ist gleich mal der erste Weg dann einkaufen für neue Geschenke, um das Lager ein bisschen aufzufüllen. Das hilft ja nichts. Das muss jetzt immer rappelvoll sein, damit wir hier wirklich gut verkaufen können. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass uns der Umsatz jetzt lange begleitet, dass es nicht gleich wieder einbricht. Weil, ja, wobei das lief ja nicht schlecht. Das lief ja bisher auch nicht schlecht. Also man darf sie nicht. Was? Führe ein erfolgreiches Unternehmen von Typ Büro. Okay, erfolgreich, nice. Müssen wir nur warten, das hat noch zu. Parken dürfen wir nicht. Auf keinen Fall auf Parken klicken. Weil sonst haben wir es gleich wieder erledigt. Haben wir es gleich wieder geschafft. Gleich wieder $125 Strafe. Oder vielleicht gibt es für Wiederholungsattentäter gleich noch mehr. Und ich denke, wir werden uns dann gleich beim Vorbeifahren noch einen PC holen. Und werden versuchen, auch das Webdesign. Ich denke, man kann hier ganz gut verdienen, damit, wenn wir hier das voll machen, das Büro. Ich hoffe es. So. So, teures Geschenk. Einmal. Ja, es hilft nichts. Wir nehmen gleich zwei mit. Weil es verkauft sich halt auch super gut. Und hier dasselbe. Und damit ist dann unser Geld aber auch gleich wieder im Eimer. Sind ja mal $4.000 weg. Aber es geht sich nur ein zweiter PC aus, um dort auch aufzustocken. So, wie komme ich jetzt zum Chikea? War der hier rein? Ich meine ja. Nee, hier. Nächste.
Gott sei Dank ist der so riesig. Weil den PC kann ich auch genauso gut hier kaufen. Oh, das war jetzt gerade ein Moment der Erleichterung. Oh, der hat noch zu. Wann sperrt der auf? Ja, das erwarten wir auch noch. Das erwarten wir auch definitiv noch. Das bringen wir hin. Puh. Die Preise haben wir ganz frech mal für das Webdesign erhöht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das zum Erfolg führt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil da sind wir ganz, ganz weit über dem Marktpreis. Aber was soll es? Wer es nicht versucht, wird es nicht rausfinden. Ich fürchte halt eher, dass möglicherweise. Apropos, möglicherweise. Pass auf. Wir trainieren die jetzt mal. Wo ist denn eigentlich die andere Reinigungskraft? Ja, weil die wäre nämlich viel günstiger. Wir werden die mal hochleveln und hoffen, dass sie uns nicht wegkündigen, wenn sie in Ausbildung sind. Ich hoffe, dass das klappt, weil die verdienen ja quasi nicht so viel. Was kostet denn so ein Tisch? 390. Stühle hätte ich ja noch. Wenn ich so einen Tisch auch gerne noch mitnehme. Achso, ich bräuchte dann theoretisch für mein Zimmer auch noch einen. Einen PC nehmen wir jetzt mal mit. Ja, und dann ist eh schon wieder. Achso. Ja, okay. Egal. Wir nehmen mal einen PC mit. Nicht schlimm. Ich hatte gerade die Überlegung, wenn ich gleich einen zweiten PC mitnehmen könnte, ich gleich zwei neue Webdesigner anstellen, aber ich kann mir nicht einmal einen zweiten PC leisten. Ich kann mir gerade nur die Suche nach einem Webdesigner dann leisten. Nee, falsch. So. Ja. So. Bringen wir mal die Ware in den G1 Store und hoffen dann drauf, dass wir gleich morgen gleich nochmal so einen fantastischen Umsatz haben. Das wäre schon großartig. Wir holen uns aber die Sackkarre raus. Oh wow, die Regale sind schon wieder fast leer. Also das wird gekauft, das Zeug, das ist ja unfassbar. Okay, das fühle ich. Wobei man halt auch sagen muss, da geht auch wieder ganz schön was an Kosten auf. Klar. Nachschlichten soll dann da unser Mitarbeiter. Auf jeden Fall ging hier noch einiges weg. Für mich stellt sich ja die Frage, nee, doch, nee. Wenn ich das zu Hause mache, hätte ich mal die Quest hier, also die Aufgabe hier. Nee, egal. Wir bauen unser. Wir starten unser Büro mit einem zweiten PC aus. Muss die nächste dann rechts rein, hoffentlich. Nee, oder? War das die hier? Jo. Ah,
gefahren. Eieieiei. Boah. Wo ich mein Auto eventuell schon ziemlich zu Schrott gefahren habe. Not so gut. Ah, da ist jemand fleißig. Eine Nachricht von Virginia Myers. Ich fürchte, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Oder? Obwohl, trotz der Ausbildung, ne? Ja. Ja, das ist halt bitter. Ich meine, die sind in Ausbildung, was wollen die denn? Die sind beide in Ausbildung, warum jammern die? Muss ich die jetzt irgendwo einteilen? Das ist so scheiße. Ja, wir werden es rausfinden. So. Und so. Okay. Dann könnten wir das gleich per Anruf machen. City Workforce. Wir bräuchten noch einen Mitarbeiter. Und zwar für Sepps Webdesign, einen Programmierer. Einen. Mehr können wir sie nicht. Mehr können wir sie nicht leisten. Dann ist unser. Oh, das Geld, das liebe Geld. Es geht hier weg wie warmes Semmel. So, hier müssen wir links rum. Packen wir uns hier wieder einfach vor im Store auf unserem Privatparkplatz ein. Zack! Schau mal, wie es da drinnen abgeht. Aber das mit Nachschlichten, das muss er noch üben. So. Preis wird geschenkt. Ich helfe ihm mal ein bisschen. So. Läuft! Dann hoffen wir mal, dass wir heute nochmal mindestens genauso geile Umsatzzahlen wie gestern haben. Weil das war schon krass. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist der Weg zum Sepp Richman. Der Weg des Sepp Richman zum Millionär. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Jetzt ist er realistisch. Wenn es nur so wäre. So. So, jetzt haben wir noch ein bisschen ferngeschaut und dann werden wir uns auch schon wieder in die Federn machen. Zack. Und schauen, was der Tag gebracht hat. Und 10.184 Dollar. Ich werde völlig bekloppt. Ja, ist denn das unfassbar? Oh, krass. Okay, wo kommt... Aber es kommt wieder nicht aus dem Webdesign. Das Webdesign läuft schleppend. Was hatten wir gestern Kunden? Genauso viel, wieder 5. Aber bitte bei wesentlich höherem Preis gleich viel Kunden. Das finde ich wiederum gut. Waren gestern 1000 Dollar Umsatz. Das heißt, wir werden noch einmal erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir hier hoch können. Ich habe wirklich keinen Plan. Es zahlt sich auch aus. Ich sag's euch, Leute, das zahlt sich aus. Wir erhöhen einfach nochmal um 50 Dollar. Da scheißt man sich nichts. Was soll's, mehr als wir jetzt momentan... Genau, und das andere wollte ich nur gucken beim G1 Store. Ja, der geht völlig durch die Decke. Auch kundenzahltechnisch. Der geht völlig durch die Decke. Da habe ich echt schon Angst, dass wir mit... Wow. Dass wir mehr Kassen brauchen. Stellt euch das vor. Ein größeres... Sie ja da größeres Geschäft mieten und da wirklich zwei Kassen machen mit mehr Kunden. Boah, das wäre schon krass. Aber bevor wir hier wirklich das Geschäft ausbauen, bevor wir das wirklich tun,
oder umsiedeln, machen wir auf jeden Fall hier mal die Questreihe fertig. Damit wir eventuell vielleicht auch automatische Warenanlieferung haben oder keine Ahnung, da gibt es ja wohl auch Import und solche Sachen, wo es noch günstiger sein soll. Das werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Auf jeden Fall, das sieht gut aus, das gefällt mir. Hier haben wir ja den Punkt Lieferungen, wobei, ja doch, Lieferverträge, das müsste schon sowas sein. Das passt voll gut. Das passt voll gut. Mit den 10.000 können wir halt jetzt echt dann hergehen und gleich mal... Ja, ja. Wann hat denn der Office Store da unten offen? Da können wir halt dann wirklich jetzt hergehen und nochmal PCs kaufen, auch für mich zu Hause. Ah, es ist Sonntag. Eieiei, es ist Sonntag. Okay. Ah ne, Office Supplies. Ah, Office Supplies, hier sind wir richtig. Ah, und der sperrt auch, der sperrt auf um 10. Perfekt. Perfekt, der sperrt um 10 auf, das passt. Wie schaut es mit Ding aus? Hier auch, das wäre dann wurscht. Die können dort und da hinfahren. Das wäre völlig egal. Weil PC bekomme ich dort und da. Tische bekomme ich auch dort und da. Dort bekomme ich halt richtige... Ja, ist egal. Wir fahren wieder zu Chiquia. Das ist kürzer. Da können wir um 10 hin. Das passt voll gut. Ich muss nochmal reingucken. Ich muss nochmal in den G-Store reingucken. Was? Ich muss die Zahlen sehen. Das ist ja unfassbar. 12.000 Umsatz fast. Noch einmal. Vervielfacht. Unglaublich. Unglaublich. Aber auch die preiswerten Geschenke gingen durch die Decke gestern. Samstag wohl, ne? Gestern ging halt alles richtig gut. Oh yeah. Das ist halt großartig. Jetzt werden wir mal schauen, wie viel wir jetzt noch auf Lager haben, weil ich denke, wir werden auch einiges verkauft haben. Wir haben hier noch Getränkedosen, sind noch da. Preiswerte Geschenke haben wir noch 240 und 260 teure Geschenke. Okay, alles klar. Alles klar. Das klappt. Das läuft, das passt. Sauber ist es auch. Mögliches Einkommen von 10.000 für ein Unternehmen. Perfekt. Also sind das dann Wochen und keine Tage oder was? Nee, kann auch nicht sein. Wir haben das einfach pulverisiert, dieses Ziel. Also ich hatte schon völlig recht von Beginn weg. Ich hätte von Beginn weg direkt auf mich selber hören sollen. Ja, wie ich immer sag. Wie ich immer sag. Folge dem Herzen oder so ähnlich. Es ist zu früh für Chiquia. Was war ich denn jetzt? Warte mal, hier gibt es wohl irgendwo eine Tankstelle. Wo war denn die Tankstelle? Die war irgendwo hier, oder? Ja. Einfach nur geradeaus. Okay, alles klar. Wir werden mal schauen, dass wir das Auto tanken und reparieren, wenn es nicht allzu teuer ist. Jetzt haben wir ja ausnahmsweise mal Geld. Sollte man nutzen. Wer weiß, wie lange dieser reißende Absatz... Okay, hier können wir tanken. Voll tanken. Oh, das ist günstig. Das ist günstig. Und hier, ist das eine Werkstatt? Reparieren. Ja, passt. Komm, machen wir. Perfekt. Perfekt. Also, in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir jetzt nicht so erwartet, dass das so durch die Decke geht. Das ist ja halt großartig. Jetzt geht's rund, Leute, ich sag's euch. So, jetzt geht's auch Richtung 10, das heißt, wir können ruhig sie schon ins Möbelhaus aufmachen. Holen Sie dort. Oh. Falsch rumgefahren. Holen Sie dort auf jeden Fall zwei PCs. Einen für zu Hause, einen fürs Webdesign, weil auch da sehe ich doch durchaus gute Umsätze oder gute mögliche Umsätze. Mal schauen, wie weit wir mit den Preisen hoch können.
Das halte ich durchaus für realistisch, dass man auch da einiges lukrieren kann. Weil, wie gesagt, wenn jeder hier am Tag seine, was hatten wir da? 726 waren es jetzt. Vielleicht können wir das nur ein bisschen hochpushen. Also wenn wir da auch noch ein bisschen was rankriegen jeden Tag, das passt. Und wenn das halbwegs konstant vielleicht wäre. Aber da weiß ich nicht, wie sich die Auftragslage dann entwickelt. Ich glaube, da wäre vielleicht auch wichtig, dass wir das Personal dann eventuell ausbilden. Weil da ist ja nur das Problem eigentlich, der ist ja jetzt, nennen wir mal ein Anfänger, von seinem Wert her. Ich denke, da wäre halt auch noch mehr zu holen. Noch mehr, ja. Wir können natürlich jetzt auch einfach schließen und sagen, okay, wir machen einen Schließtag und bilden den mal aus. Aber mal sehen. Du sollst dann einen Wagen mitnehmen, einen Einkaufswagen. Ja. Ach, das ist so gut. Das ist so gut, ich sag's euch. Wir brauchen. Nee, aber wir nehmen für zu Hause nehmen wir einen schönen Gamer-Tisch, einen Gaming-Tisch. Die habe ich irgendwo gesehen. Hier haben wir PCs. Da brauchen wir mal zwei Stück. Eins und zwei. Hier sind die Tische. Ja, 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 das passt. Oh, Gaming-PC-Setup. Okay. Alles klar. So viel Luxus darf sein. Das leiste ich mir jetzt. Mit dem Umsatz, das leiste ich mir jetzt. Sparen kann ich. Da wollen wir sein. Nach so viel Invest in die Unternehmen und so viel Fehlschlägen, vor allem mit der Burgerbude, darf man sich dann auch wieder einmal was gönnen. Oder seht ihr das anders? Ja? Unser Mimic sieht auch aus wie neu. Überleg grad. Ich sollte mal einen Parkplatz vor der Haustür suchen. Ich muss hier drei Sachen hochschleppen. Mal schauen, wie sie hier schon wieder alles vollpacken. Ich bin hier Anwohner und kriege hier keinen Parkplatz hin. Was ist denn da los? Irgendwann kaufe ich alle Parkplätze, ich sag's euch. So. Schreibtisch. Ich dachte, der war schwarz. Ach, habe ich den falschen gekauft? Ich dachte, der war schwarz. Oh wow, ich wollte einen schwarzen Tisch. Das ist jetzt bitter. Fehlt nur noch ein pinker Gamingstuhl. Ach. Nee. Passt doch. Komisch. Ganz komisch. Funktioniert, oder? Warum kann ich das nicht verknüpfen? Ja, aber hier ist doch der Stuhl. Moment. Hä? Okay. Alles klar. Keine Ahnung warum, ich muss das irgendwie verkehrt rum hinstellen. Er steht doch jetzt verkehrt. Ich habe Fragen, aber ich werde nicht weiter nachfragen. Ich nehme es so zur Kenntnis, warum wir es vorhin in den Monitor schauen. Hey Kid, I talked with a good friend yesterday. Name is Gary.
He owns a drive-in wholesale store down in the industrial area. They sell stuff in big chunks, but a lot cheaper. You should bring a car. It's too far to walk. Ein White History. Da kaufen wir doch schon die ganze Zeit ein. Ach, Fred. Gefred, das ist alter Hut. Da kaufen wir schon lange ein. Ach. Bist du deppert, der ist teuer. $46. Aber 46%. Ach, aber Teilzeit nicht. Sorry, das passt mir leider überhaupt nicht. Ja, ich weiß, wir schmeißen jetzt wieder ganz, ganz viel Geld raus. Aber was soll ich machen? Ich brauche zwei Programmierer und das ist halbwegs passend. Ja, hilft nichts. Rasende G ist am Weg. Bringe einen neuen PC. Wie illegal. Legaler kann man gar nicht mehr parken. So, die Ausbildungen sind abgeschlossen. So, das müsste passen. Okay. Wir haben jetzt drei Arbeitsplätze. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den zwei? Wenn ich die jetzt wahrscheinlich nicht bald irgendwo einsetze, wird es 51%, die 33%. Ich muss die austauschen, die zwei, ganz wichtig. Pass auf. Ich muss die Harvey Robinson und Georgina Myers, ich muss die unbedingt einstellen, weil sonst laufen mir die davon. Harvey Robinson und Georgina Myers. Ist natürlich mies, aber was soll ich tun? Ach, das ist großartig. So, Georgina Myers. Kann ich. Es wäre halt super, wenn du die, weißt du, wenn du die einfach austauschen könntest. Ist auch Teilzeit. Muss ich das immer, weil wenn ich auf all gesamter Zeitplan für alle Tage gehe, dann wird mir das alles. Alles wieder umgeworfen. Das ist mies. Miese Brise ist es. So, hier haben wir 8 und 18. Aber die laufen mir sonst weg. Ach scheiße, verdrückt. So, 8 und 18. Das ist immer ein bisschen mühsam. Das dauert immer ein bisschen. Die Dienstplanerstellung. Aber da lassen wir uns nicht beirren. Wir ziehen durch. Weil wenn wir sie schon ausbilden, sollen sie uns da nicht vor der Nase wegkündigen. Ich bin mir, und da haben wir 6 und 18. Ich bin mir halt nicht sicher, ob sie kündigen, wenn sie in Ausbildung sind. Aber nachdem ich von der dann nachher während der Ausbildung die Nachricht bekommen habe, glaube ich halt, sie ist. Hängt das mit der Unzufriedenheit doch zusammen. Und die muss ich jetzt unbedingt mal ein bisschen arbeiten schicken. Sonst wird das ein Problem. Gut, dann haben wir das. Also die Jasmin Miller ist jetzt mal frei am Markt. Die könnte, die hat auch 49%. Ne? Die wäre eigentlich besser geeignet. Ja komm, dann bilden wir jetzt Jasmin Miller aus und machen die fertig.
Und den Harvey Robinson, der ist Vollzeit, den setzen wir jetzt ein, statt, schauen wir mal, was haben wir denn, Vollzeitkräfte haben wir die zwei, 78% und 45%. Ja komm, dann nehmen wir den Dale Jenkins raus. Und bilden den aus. Machen wir es so. Weil dann haben wir die mal auf ein super Level und können sie so dann durcharbeiten. Glaube ich. Ich glaube, das ist ein super Plan. Eventuell können wir dann auch nur hier anfühlen, dass wir wirklich nonstop geöffnet haben. So, das passt. Dann die Employees, Jasmin Miller, tun wir jetzt mal aus dem Unternehmen raus, also aus dem G1 Store raus, genauso wie Dale Jenkins, und die bilden wir jetzt aus. Einmal zum Kundendienst und hier die Reinigung. Jo, perfekt.